Hallo zusammen. Wenn ich einen Magneten nehme mit einem Nordpol und einem Südpol, wenn ich so einen Magneten nehme und dann einen zweiten Magneten in die Nähe bringe, dann spüre ich ja eine Kraft, entweder eine anziehende Kraft oder eine abstoßende Kraft. Aber ich spüre das auf jeden Fall aus einer gewissen Entfernung heraus. Und das ist eigentlich so ähnlich wie das, was wir hatten, wenn wir eine Ladung hier nehmen. Auch da gab es ja diese merkwürdige Fernwirkung. Zwei Ladungen ziehen sich an oder stoßen sich ab über eine gewisse Entfernung hinweg. Und wir haben das beschrieben mit Hilfe des elektrischen Feldes. Deshalb liegt es natürlich nahe, dass wir auch diese magnetische Kraft mit Hilfe eines Feldes beschreiben. Nun ist es ja so, dass wir bei der elektrischen Kraft genau eine Wirkung sehen können. Wir können nämlich sehen, dass eine Probeladung wird angezogen oder abgestoßen. Hier bei den Magneten ist es leider ein bisschen komplizierter, weil wir sehen hier eigentlich verschiedene Effekte. Wir sehen zum Beispiel, dass andere Magneten, andere Stabmagneten, die in die Nähe gebracht werden, dass die tatsächlich angezogen oder abgestoßen werden. Wir sehen aber auch, dass sich Magnetnadeln in der Nähe so eines Stabmagneten ausrichten. Und wir sehen auch, dass geladene Teilchen, die hier aus irgendeiner Richtung angeflogen kommen, dass diese geladenen Teilchen in ihrer Bahn abgelenkt werden. Das heißt, wir haben drei verschiedene Kraftwirkungen und alle gehen irgendwie in unterschiedliche Richtungen. Das heißt, diesmal können wir nicht einfach eine Kraft beobachten und dann daraus schließen, in welche Richtung das Feld geht, weil wir einfach so viele verschiedene Kraftwirkungen haben. Diesmal müssen wir uns was anderes überlegen. Ja, und ein Trick, um sich das Feld oder den Verlauf des Feldes zu überlegen, ist, wenn man sich mal vorstellt, dass man einen magnetischen Monopol hätte. Hier hätte ich so einen magnetischen Nordpol. In Wirklichkeit gibt es ja so einen Monopol nicht. Also alles, was magnetisch ist, ist ein Dipol. Aber stellen wir uns einfach mal vor, ich hätte hier einen magnetischen Nordpol, dann würde der jetzt hier abgestoßen werden. Das heißt, der würde erstmal hier wegfliegen und dann aber auch mehr stärker in den Einflussbereich dieses Südpols geben. Und vom Südpol würde er hier angezogen werden. Das heißt, dieser Monopol würde dann so eine Bahn beschreiben. Und wenn er das hier auf der anderen Seite machen würde, dann wäre das ja genauso. Wenn wir uns diesen Monopol jetzt hier vorstellen, dann würde er eben weiter nach außen laufen erstmal, aber auch dann würde er die Anziehung des Südpols irgendwann spüren und da wieder zurücklaufen. Und genauso natürlich nach links. Und wenn er jetzt von hier aus loslaufen würde, da würde er jetzt wieder dieser Monopol hier rauslaufen. Und dann würde sich allmählich diese abstoßende Kraft und diese Anziehungskraft durch den Südpol, die würden sich immer stärker kompensieren und immer gleichmäßig werden. Und dann allmählich würde die Bahn sich jetzt ändern und der Monopol würde ungefähr so hier laufen. Also so könnte man sich die Bahn dieses Monopols vorstellen und ganz symmetrisch natürlich hier auf dieser Seite. So, also auf diese Weise mit dieser Idee des Monopols haben wir dann doch es hinbekommen, mal ein paar Feldlinien zu malen. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie diese Feldlinien dann mit diesen beobachteten Kraftwirkungen des Magneten zusammenhängen. Das Erste, was wir beobachten können, ist mal, wir haben mal so eine Magnetnadel. Ja, also wir kommen dann an mit einer Magnetnadel und lagern die drehbar. Mal die lagern wir hier. Hier ist die Achse und hier wäre der Nordpol der Magnetnadel und hier wäre der Südpol der Magnetnadel. Was würde passieren? Nun, wir wissen, das ist die Feldlinie. Das war ja die Bahn des Monopols. Wenn wir uns jetzt die eine Spitze, die Nordspitze hier der Magnetnadel als Monopol vorstellen, dann würde dieser Monopol ja in diese Richtung, also parallel zu dieser Feldlinie, würde er also in diese Richtung abgelenkt werden. Und der Südpol, der würde auch parallel zu dieser Feldlinie, der würde in diese Richtung abgelenkt werden. Ja, was passiert denn jetzt mit dieser Nadel, wenn am Nordpol eine Kraft hier nach unten wirkt und am Südpol nach oben? Diese Nadel, die kann sich natürlich nicht verschieben, weil die ist ja hier fest gelagert, aber die dreht sich. Die kann sich drehen. Die dreht sich genau so, dass sie dann in die Feldrichtung steht.
also parallel zum magnetischen Feld, so würde sich diese Nadel einstellen. Das heißt, wir könnten eigentlich diese Magnetnadel hernehmen, die an verschiedene Punkte hinstellen, und in jedem Punkt würde uns die Nadel genau die Richtung des magnetischen Feldes anzeigen. Wir könnten uns aber auch noch einfacher machen, und statt einer Nadel könnten wir sehr viele Nadeln verwenden. Wir könnten nämlich hier Eisenspäne hier drüber streuen und am besten das Ganze auf einer Flüssigkeit, sodass die Eisenspäne darauf schwimmen und auch beweglich bleiben. Und dann würden sich diese Eisenspäne im Magnetfeld in kleine Magnetnadeln verwandeln. Das heißt, die bekommen dann auch einen kleinen Nord- und Südpol. Das ist ja gerade die Eigenschaft dieser Magneten, dass sie ansteckend sind, dass sie also diese kleinen Eisennadeln auch in einen kleinen Magneten verwandeln. Und diese kleinen Magneten jetzt mit ihrem Nord- und Südpol, die würden sich dann alle in diese Richtung der Feldlinien ausrichten. Und dann würden wir auf einen Blick sozusagen sämtliche Feldlinien dieses Stabmagneten, die würden wir auf einen Blick sehen können, weil sie jetzt diese ganzen Hunderte und Tausende von kleinen Eisenspänen in die richtige Richtung, in die Richtung dieser Feldlinie schon ausgerichtet hätten. Das heißt, hier beim Magneten haben wir tatsächlich die Möglichkeit, die Feldlinien perfekt zu beobachten. Und wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, dann schaut doch einfach mal bei Wikipedia rein, da ist das abgebildet. Eine andere interessante Wirkung ist ja, dass wenn ich jetzt einen Magneten in die Nähe bringe, also ich komme hier mit einem ähnlich großen Stabmagneten an, den halte ich jetzt so, dass hier wieder der Süden ist und hier der Norden, dann würde ich ja eine Anziehung spüren. Das heißt, dieser Südpol, der würde in diese Richtung gehen wollen und dieser Magnet würde in diese Richtung gehen wollen, die würden sich gegenseitig anziehen. Wie kommt denn das jetzt zustande? Nun, wenn ihr euch erinnert, die Dichte der Feldlinien, die hat er etwas gesagt über die Stärke des Feldes. Und die Feldlinien sind natürlich hier direkt am Nordpol dichter als hier weiter draußen. Das heißt aber nichts anderes, als dass dieser Südpol vom Nordpol stärker angezogen wird, als dieser Nordpol von diesem selben Nordpol abgestoßen wird. Weil das Feld ungleichmäßig ist, weil das Feld hier unten im Bereich des Poles stärker ist als hier oben, deshalb wird dieser andere Magnet zu dem ersten Magnet hingezogen. Wenn das Feld, das Magnetfeld, vollkommen gleichmäßig wäre, dann wäre die anziehende Kraft auf diesen Südpol genauso groß wie die abstoßende Kraft auf diesen Nordpol. Und dann würde sich gar nichts tun. Dann würde dieser Magnet würde in so einem homogenen Magnetfeld einfach so liegen bleiben, ohne Kraftwirkung. Nur die Inhomogenität, also die Ungleichmäßigkeit des Feldes, die bewirkt, dass dieser Magnet sich jetzt auf diesen anderen Magneten zubewegen möchte. Gut, jetzt haben wir schon zwei Kraftwirkungen und haben auch gesehen, wie sie mit den Feldlinien in Verbindung stehen. Die dritte Kraftwirkung ist jetzt die auf bewegte Ladungsträger. Das heißt, wir kommen hier mit irgendeinem geladenen Teilchen. Das trägt die Ladung Q. Und dann beobachten wir, dass dieses geladene Teilchen in seiner Bahn abgelenkt wird, sobald es hier in dieses Magnetfeld kommt. Ja, und wenn wir diese Kraftwirkung beschreiben wollen, dann müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir dieses magnetische Feld hier beschreiben. Und da gibt es zwei Varianten. Da gibt es die Variante, dass wir den Buchstaben H hier nehmen. Das ist die magnetische Feldstärke. Praktischer im Zusammenhang mit bewegten Ladungen ist aber das B-Feld. Das ist die Flussdichte, die magnetische Flussdichte oder auch magnetische Induktion genannt. Und diese Größe B, die brauchen wir, wenn wir die Kraftwirkung auf geladene Teilchen beschreiben wollen. Und zwar ist die Kraft, die auf geladene Teilchen wirkt, diese Kraft ist die Ladung des Teilchens mal die Geschwindigkeit, der Geschwindigkeitsvektor dieses Teilchens kreuz
ja, B. B ist hier die entscheidende Größe, diese Flussdichte. Die ist es, die die Kraft des magnetischen Feldes auf die Ladung bestimmt. Wenn ihr jetzt bei diesem Kreuzprodukt unsicher seid, wie das ging, schaut euch einfach das Video dazu an. In dieser Playlist gibt es da einige Videos, die dieses Kreuzprodukt nochmal genau erklären. Ja, und das heißt ja nichts anderes, als dass die Kraft, die dieses Teilchen erfährt, dass die Kraft, die ist senkrecht auf der Geschwindigkeit, auf dem Geschwindigkeitsvektor dieses Teilchens und auf dem B-Feld. Das heißt, wenn dieses B-Feld, also dieses Feld hier, das wäre sozusagen in diese Richtung, das B-Feld, sozusagen die Tangente hier, dann wäre das Kreuzprodukt, also V wäre der Zeigefinger, B der Mittelfinger, dann zeigt der Daumen nach oben. Das heißt, hier an dieser Stelle würde die Kraft, sagen, aus der Zeichenebene heraus auf euch zu zeigen. Das heißt, das Teilchen, was hier reinfliegt, das würde hier in eure Richtung abgelenkt werden, wenn das ein positives Teilchen ist. Und wenn es ein negatives Teilchen wäre, dann stünde hier ein Minus und dann würde es in den Bildschirm hinein abgelenkt werden. Das ist eigentlich schon eine sehr verblüffende Kraft, also die proportional zur Ladung, das hat man beim elektrischen Feld auch, aber proportional zur Geschwindigkeit, das hatten wir nicht. Das ist was Neues beim Magnetfeld. Das unterscheidet dieses Magnetfeld doch grundsätzlich vom elektrischen Feld. Und dann die Kraft auch noch senkrecht auf dem magnetischen Feld und auf der Geschwindigkeit des Teilchens. Also das ist schon eine obskure Kraftwirkung. Nichtsdestotrotz ist es genau diese Kraft, die dafür sorgt, dass wir Strom erzeugen können mit Generatoren und dass wir Elektromotoren haben. Aber dazu kommen wir in den späteren Videos noch. Jetzt erstmal zur Einheit dieser Flussdichte. Was können wir denn dazu sagen? Also hier hätten wir in Newton, die Kraft hier, die ist ja irgendwas in Newton. Die Ladung, das war ein Coulomb, Geschwindigkeit war ein Meter pro Sekunde. Ja, mal der Einheiten des B-Feldes. Einheiten des B-Feldes. Das heißt, wenn ich jetzt nach den Einheiten des B-Feldes auflöse, dann sind die Einheiten des B-Feldes sind dann gerade, ja, die Newton bleiben oben. Und dann habe ich hier noch Sekunde pro Meter. Also Newton pro Coulomb mal Sekunde pro Meter. Und das nennt man auch Tesla. Das ist das Tesla. Tesla benannt nach einem der Pioniere des Elektromagnetismus. Also der hat tatsächlich solche Spulen gebaut, mit der man dann durch Strom Magnetfelder erzeugen kann. Ihr kennt den vielleicht aus dem Film, in dem Film Prestige. Da geht es ja um den Wettbewerb der Zauberer. Und da hat der eine ja auch den Tesla besucht, um sich da ein paar interessante Anregungen zu besorgen. Ja, bis hierher lassen wir es erstmal. Und im nächsten Video werden wir dann auch ein bisschen genauer hier auf diese merkwürdige Kraft eingehen, die man übrigens die Lorentzkraft nennt. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei.